Sandholmer, der ist jetzt viermal jährig, demnächst dann fünf. Von Casal, von Tender, Sandro, Cornelabrea, Stamm 318D2. Und dazu kann ich natürlich haben Sie was ganz viel sagen. Der hat diesen Hengst aufgezogen und zur Führung vorgestellt. Sandholmer. Ja, freue dann immer wieder, wenn man den Sohn wieder sieht. Hat sich auch gut entwickelt. Hat ja in diesem Jahr seine ersten Springfeldwurf bestritten, vierjährig, mehrere gewonnen mit absoluten Höchstnoten. War vierter im Landeschampionat der vierjährigen Pferde in den Zorn. Und hat auch wirklich ein paar richtig super Fohlen gemacht. Das war, glaube ich, aber auch ein klein wenig zu erwarten, weil dieser Stamm über die Sandro-Körnig und der Gracia sich ja wirklich über die letzten 20 Jahre in Holstein überragend durchgesetzt hat und was gerade nicht nur leistungsmäßig, sondern auch typmäßig sicherlich zu den besten Stuten gehört, die wir in Holstein haben. Diese Contender, Sandro-Tochter, ein Vorschwester zu diesem Hengst, diese Casal-Contender hatte in diesem Jahr einen ganz interessanten Hengst auf der Körnung, man müsste einen Kommel Flohsohn, der auch überragend spannend fand ich, vielleicht nicht ganz so in der letzten Kondition dort gestellt wurde, aber dieser Stamm immer wieder mit überragenden Pferden vertreten. Wir selber haben auch einen spitzen Schulfohlen von diesem Hengst, war auch schon Granatsfohlen und erwarten auch in diesem Jahr wieder Fohlen dieses Hengstes. Ja, und der Stamm trägt natürlich auch eine ganze Menge dazu bei, meine Damen und Herren. Die Mutter Upstream, Vollschwester der gekürten Hengste, Cello 1, Cello 2 und Cello 3 und Halbschwester der ebenfalls gekürten Hengste, Castellan 1 und 2. Also, das ist schon mal gut sicher. Und dann die Großmutter Grazia 3, das ist damit hinsichtlich ihrer Nachzuchtleistung die erfolgreichste zuchtaktive Holsteiner Stute. Der Hengst hat unglaublich viel Qualität, vorsichtig und was er hat, hat unglaublich viel Blut. Das müssen wir jetzt auch nicht weiter. Man kann sich ein bisschen, Takashi setzt ja jetzt gerade mal eine Runde drauf, die beiden müssen sich das ein bisschen einstellen. Jennifer hat diesen Hengst natürlich auch spitzenmäßig immer vorgestellt. Jetzt für beide ist eine gewisse Umstellung, aber wie der hier am Fuß, das ist schon super. Super. Alles gezeigt. Vielen Dank, Herr Kaschin.